Ey, yo, Wagwan, ihr kleinen Motherfucking Bitches, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Motherfucking Vlog vom absoluten Superstar, Megaboss, Kony Gaboni. Ey, wow, okay. Ich hätte noch diese Zara-Oberteil, was ich mir geholt habe, wo ich so meinte, oh mein Gott, das ist fresh, ist krass, aber leider nicht passend. Passt mir leider nicht. Boom. Ey, oh, Leute, ich zeige euch eine Sache, und zwar, ihr seht mich, ne, boom, und ich zeige euch das Zara-Shirt jetzt. Habe ich ja einen der letzten Vlogs, ich glaube, vielleicht sogar letzten Vlog da geholt. Boom, boom, boom. Ihr denkt euch, okay, Farbe fresh, passt irgendwie zu den Haaren, weil seht ihr, Leute sagen immer, du bist Ginger, Ginger, Ginger und so, boom. Leute, das ist mein unfairer Vorteil. Wer ist noch so wie ich? Nehme, ihr kleinen Bitches. Und dazu passend, checkt ihr das? Dass diese Orange auf Orange. Es gab nur das eine Problem. Ihr seht hier im Spiegel, das Hemd ist zu groß. Proportionstechnisch, ja, das Hemd ist zu lang. Das dürfte eigentlich nur bis hier gehen, wisst ihr? Ich habe keinen Bock, aber das abzuschneiden. Deswegen werde ich jetzt zum Schneider gehen und Schneiderin sagen: Hola, buenos dias, cómo estás, bonita. Kannst du mir den Shit ein bisschen croppen? Ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt, diese mit mach kürzer und so, boom. Aber ich werde denen schon Bescheid sagen, weil mein Spanisch ist gut, Leute. Ich habe gutes Spanisch. Meine Spanischlehrerin früher in der Schule hat mir immer schlechteste Note von allen gegeben, weil die auf meinem Motherfucking Dick war, die kleine Motherfucking Ho. Aber mittlerweile, Bruder, ich kann krasse Spanisch, obwohl ich, nachdem ich aus Schule gekommen bin, gar nicht mehr Spanisch gelernt habe. Das zeigt einfach nur, wie krass ich bin. Ey, well, Leute, ihr wisst, ich bin tatted up, so ihr seht, so diese Sleeve, so yeah, Besa. Seht ihr, dieses ist hier noch so dunkel, dieses hier ist schon ein bisschen Dings da, weil das noch frischer ist, Leute. Und vor allem jetzt, weil es so warm draußen ist, Leute, immer Sonnencreme auf euer Tattoo schmieren. Weil ohne Sonnencreme auf dem Tattoo wird euer Tattoo früher oder später nicht mehr in gute Condition sein, Leute. Und ich will unbedingt, dass mein Tattoo in guter Condition bleibt, Leute. Weil, so, ich sag so, ich habe einfach das Privileg, dass ich immer fresh komme, wisst ihr? Egal, wo ich hingehe, die Leute sagen, ey, du siehst fresh aus. Ey, wieso bist du so cool? Ey, du riechst so gut. Ey, du bist immer frisch geduscht. Ey, du hast immer frischen Haarschnitt, boom. Und wenn ich dann so abgecrackte, räudige Tattoos hätte, würde das einfach nicht ins Bild passen. Ey, well, Leute, ich bin auf dem Weg hier irgendwo in der Nähe, müsste Schneiderei eigentlich schon sein. Aber ich weiß nicht ganz genau, donde. No sé donde se puede estar, amigo. Habt ihr die in der Kamera gesehen? Weil Leute, hier irgendwo müsste das sein, Digga. Direkt bei mir um die Ecke. Aber ich weiß nicht ganz genau, wo, Digga. Ich bin hier Benny McLeod. Checkt ihr das, meine Hood? Benny McLeod, Baby. Okay, say less. Hier irgendwo musste Änderungsschneiderei sein, weil ich würde gerne mein Shirt abgeben, weil ihr seht, ne? Oh, damn. My bad. Disculpa me. Dale, bonita. Chaya war sauer auf mich, weil ich bin einfach vor ihr Auto gelaufen, hab sie dann auch noch abgefilmt. Aber so ist Leben, ja, so ist Leben. Nein, hier ist glaube ich zu. Ich glaube, hier ist zu. Guckt euch das an. Clases de costura y patronaje. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich brauche eine Schneiderei und zwar sofort, weil ich will mein Shirt, ihr checkt, ne? Yeah. Ah, das sieht ja irgendwie aus wie Nekos, Bruder. Gefällt mir nicht. Ich will keinen Nekos, ja? Ich habe damals Berlin Nekos gemacht, war keine gute Idee, der hat mir ja gar nicht gebracht eigentlich. Ja, Leute, ich muss schnell eine Reihe zünden. Leute, kleiner Rückschlag gerade gewesen, weil ihr habt gesehen, Ding. Schneiderei ging leider nicht. Schneiderei ging leider gerade nicht. Schneiderei ging leider gar nicht. Aber egal, ich laufe jetzt zur nächsten. Sind so 3, 4 Minuten ungefähr, 5 Minuten ungefähr. Und ich nutze einfach die Zeit, um kurz mal meinen Shit zu talken. Und zwar, Leute, worum geht es heute in einem Vlog? Ihr seht, hier fehlt ein, hier ist ein Ohrring, aber hier ist kein Ohrring. Wie kann das sein, dass ich nur mit einem Ohrring rumlaufe? Manche Leute sagen, wenn man nur einen Ohrring auf einer Seite hat, dann ist das irgendwie so ein Zeichen aus der schwulen Szene, dass man halt gay ist so. Ich weiß nicht, welche Seite das ist. Einmal in meinem Splash-Vlog meinte so ein Typ, Ohrring auf eine Seite schwul oder so. Habe ich Rap-Battle mit ihm gemacht. Jedenfalls, keine Ahnung, ich will auf jeden Fall meinen zweiten Ohrring wieder haben, weil letztens, ich war Fußball spielen. Und boom. Und irgendwann, ich spiele die ganze Zeit so an meinen Ohrring und hier hinten so, dann wird das locker, checkt ihr? Und deswegen, ich habe es wieder gemacht. Und ja, Mann, ich war Fußball spielen, auf einmal, ich wollte wieder so an mein Ohr spielen mit diesem Ohrring-Ding. Es ging aber nicht, weil mein Ohrring war weg. Und ich kann nicht ohne Ohrring, nur mit einem Ohrring komme ich nicht fresh. Checkt ihr und ihr wisst, ich genieße immer das Privileg, immer fresh zu kommen, boom, boom, boom. Auf jeden Fall, ja, Mann, boom. Ey, ich glaube, hier vorne ist die Schneiderei. Ich glaube, ich bin angekommen, ja, Mann, Beste. Und seht ihr, die ist auch orange. Und seht ihr, was noch orange ist? Der Boss himself, Jesurski. Yeah, Leute, mit Schneiderei drin, Decke aufgechillt. Habe ich erstmal Ecke gesetzt auf fresh, ja. Weil ich bin noch nicht dran, Leute. Ich kann nicht so gut, doch Spanisch. Weil ich wollte gerade mit den Quatschen, Digga. Die haben mich nicht verstanden. Ich sag, ey, chill, ist mehr hier in Ecke, Bruder, aufgechillt. So mit Boom. Pflanze und so Boom. Aber sieht gechillt hier aus. Boom. Ruhige, ruhige Chillung. Bisa. Adios, amiga. Hola. Hola, dime. Necesito ayuda con mi camiseta. Porque está un poquito largo, ¿no? ¿Esta? Sí.
¿A qué largo quieres? Sí, como eso, como eso. Pues ahí. Vamos a ver. Dale. Como eso está perfecto, ¿no? Sí, ahora lo miras en el espejo. Hay un espejo ahí. Lo miras a ver qué tal te parece, ¿vale? Dale, si te parece bien, lo dejamos. Y si no, pues oye, me lo dices si subimos un poquito más. Dale. Así, a ver. Oh, mira, muy bien, ok. Así. Mira, aquí en la cámara también, también puedo. Hola, amigos. Aquí en Alemania todo el tiempo mi abuela ha ido a esas cosas, pero aquí en España no tengo mi abuela. Claro, ¿entendéis? Pues mira, tienes a mí. Sí. Puedes venir aquí y yo te puedo arreglar. Mis piernas están más largas. Más largas, y mi cuerpo está un poquito más. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno. Pero tú también tienes pelo muy bonita. Sí, tú eres gracias. Una señora muy bonita. Gracias. Sí. Perfecto. Muy vale. Bien, muy bien. Porque mira aquí, boom, eso. Sí. Eso con eso sí, está. Sí, sí, sí. Perfección. Claro. El color, perfección. Sí, claro. Muy bien. Elena, chaca. Muchas gracias, Elena. Ey, hola, das war doch voll witzig, Junge. Hat voll die geile Show abgeliefert in dem Laden, oder nicht, Leute? Voll geniale Show, Digga. Voll liebe Frau, Digga. Und sie war süß. Klar, sie war erwachsen und so, boom. Also trotzdem süße, liebe Frau. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil ich habe jetzt so gute Energy und ich bin eh schon auf dem Weg. Ich werde jetzt einfach direkt zu Bijou Brigitte laufen und noch meine Earrings koppen. Weil ich bin jetzt eh schon mal draußen und dann, ich kann jetzt auch noch kleine Roadwalk machen, kleine bisschen Quatscherei. Leute, boom, das ist diese riesen Einkauf. Guck mal, wie fresh das aussieht. Fette Palme, Einkaufszentrum, boom. Und das direkt bei mir um die Ecke, Digga. Ich weiß, du, was hier geil ist in Valencia? Man kann überall zu Fuß hingehen, Digga. Disculpame, por favor. ¿Sabéis dónde está Bijou Brigitte? ¿Dónde? Ah, muchas gracias. Mira, hago videos en YouTube. Hola. Yeah. Ey, guck mal, wie genial diese Leute hier sind. Die sind voll lieb. Voll die liebe Frau schon wieder. Back to back, liebe Frau getroffen. Ich sag ihr, ey, wa, wo's Bijou-Dings und so. Sie sagt, ey, wa, da und so. Ich sag, ey, wa, komm, ist das und so, boom. Celeste. Ey, Leute, ich werde jetzt versuchen, eine Chaya zu klären. Ey, discúlpame, por favor. Dime. A mí yo pienso que tú eres muy bonita y me gusta preguntar por tu número de teléfono. Dale. Schade, hat leider nicht geklappt. Ja, ich glaube, die war ein bisschen alt. Aber die war süß, Mann, die war süß. Habt ihr gesehen? Guck, Leute, letztens, ich war mit diesen zwei Feministen in Tram. Da war eine Süße, ich guck sie an, sie guckt mich an, ich guck sie an, sie guckt mich an. Ich quatsch mit ihr, lieb, komplett lieb. Ich sag zu ihr, ey, wie siehst du aus, voll süß und so, boom. Schickst du deinen IG-Ski? Nein, schickst du deine Nummer? Sie gibt Nummer, ich sag, tamam. Am Ende, ich wurde belächelt von Feministinnen und anderen Loserinnen. Aber am Ende des Tages bin ich der, der am Machen ist und die sind nur die, die am Reden sind. Gebt euch jetzt mich mit einem Bijou. Ich Sersky. Ich brauche, die sind auch fette Rocks, ja? Aber ich brauche die fetten. Na, diese sind Frauenrocks. Boah, was sind das denn für monströse Rocks, Baby? Aber viele gute Rocks hier, viele gute Rocks. Ich höre viele gute Rocks. Aber die seine Charles, siehst du den Shit mir zu viel am Spinnen gerade, bei Gott. Sie sind mir den Shit zu viel am Spinnen. Oh, disculpa mir, por favor. Disculpa mir, amigos. Ey, ich hab dich verscheucht. Ich hab dich verscheucht, weil ich so gefilmt habe. Digga, Beste, jetzt habe ich endlich Rack für mich alleine. Gebt euch. Boah, was sind das denn für fette Rocks, Junge? Das sind die absoluten 10 von 10 Rocks. Keiner hat so krasse Rocks wie dieser hier, aber das Ding, ich brauche halt den zweiten noch davon, ne? Diese hier sehen auch fresh aus, diese Rocks hier in Blue. Das ist so was für was Fresh Chaya tragen würde, schätze ich mal. Boah, diese hier würde auch Fresh Chaya mit Leinenhose tragen. Gebt euch, wie geil die aussehen. Die brauche ich nur mit weißen Steinen, Digga. Die sind ja todesfett. Je fetter die Rocks, desto besser sind auch der Ohrring am Ende, ne? Weil ihr wisst, mehr Präsentation und so. Ey, gebt euch, ich hab diese fetten, aber ich glaube, das sind nicht dieselben. Also, das sind nicht dieselben. Die sind nicht die Iguales. Diese hier sind auch nicht schlecht. Die sind auch nicht bad, so diese Rocks, aber die sind nicht fett genug, wisst ihr? Ey, me gusta mucho esos. ¿Puedo comprarlos? Claro. Oh, muchas gracias. Ey, ihr kleinen Bitches, ich hab die gekoppt. 12,90 € nur. Voll guter Preis, Digga. Voll geiler Preis gewesen. Und die sind noch fetter als die hier. Die sind noch fetter. Und das Geile ist, wenn man die immer frisch holt bei Bijou Brigitte, am Anfang, die glänzen noch viel mehr. Weil den hier habe ich jetzt schon seit, keine Ahnung, 1-2 Monaten jeden Tag getragen, nie rausgenommen. Auch nicht zum Schlafen, ich nehme meine Ohrringe nie raus. Und ja, Mann, der glänzt schon nicht mehr so, der ist nicht so fett und alles, boom. Aber die ich jetzt habe, die werden ultra fett sein. Und heute, wenn ich abend Club gehe, ich werde aussehen wie Superstar.
Weil wenn ich vorbeilaufe, werde ich aussehen wie eine Sternschnuppe. Hola. Guck mal Leute, checkt ihr das? Auf so einem Fußballplatz chillt man dann. Habe ich mit diesen Franzaken gechillt. So ist dieser Fußballplatz, Bruder. Man spielt 5 gegen 5 auf so einem Platz. Boom. Zockt einfach. Hat Spaß, Digga. Gebt euch diese Ambiente dazu. So sieht das aus und da zockt man am Fußball, Bruder. Okay, kleinen Bitches, es ist Zeit, meine neuen Pendientes auszupacken. Gerade war ich im Aufzug bei mir zu Hause. Da war so eine Frau, ich sag ihr, mira, tengo nuevos pendientes. Aber sie hat sich irgendwie gar nicht dafür interessiert, die kleine Kachba. Und ja, Mann, ich werde jetzt erstmal den alten Pendiente rauspacken. Boom. Jedenfalls, diese neuen nuevos pendientes sind nochmal größer. Oh. Ey, Leute, würdet ihr sagen, die Cap ist ein bisschen zu groß? Weil manchmal, ich hab das Gefühl, ich gehe ein bisschen in Downy-Modus, wenn ich die anhabe. Aber so ist fresh. Ah, boah, seht ihr diese, das ist mal ein Pendiente, uff, der sich aber mal komplett gewaschen hat, seht ihr das? Pendiente Monsieur Fett des Jahres, Leute, das ist diese, so sieht halt Superstar aus, ne? Ich sag immer, Leute, wenn ihr Superstar sein wollt, ihr müsst aussehen wie einer und ihr müsst euch auch vor allem wie einer verhalten. Oh, Pendiente sitzt, Alter, was ein fetter Motherfucker in mein Ohr, Digga. Oh, Baby. Ich bin wieder straight, Digga. Ich bin wieder straight. Yeah, I'm straight, my wigger. I'm straight, yeah. Ey, well, Leute, boom. Ich hab grad mit meinem französischen Kollegen gequatscht. Ich werde auf jeden Fall gleich Link-Up mit ihm machen. Ich muss aber erstmal noch was essen, Digga. Gebt euch das. Paprika, das da. Die hier, sehr, sehr geschmacksintensiv irgendwie. Irgendwelche Bohnen und die besten Gnocchi der Welt. Aber erstmal, gebt euch jetzt dieses Zischen. Guck mal, Alter, die Pfanne geht schon sturdy auf mein Shit. Boom. Aber wir werden mehr hinzufügen. Boom. Dann werden wir noch Boom hinzufügen. Ein paar hiervon. Boom. Wundert euch nicht, ich habe gerade geduscht, ihr kleinen Bitches. Hier, Big Rocks übrigens, gleich kommen hier noch die Gnocchis hier rein. Die Pfanne braucht immer ein bisschen zum heiß werden. Boom. Und dann wird gleich fette Portionen Essen gemacht, Digga. Riesenportion. Und dann Kraft Energy. Ihr seht mich. Energy, so, ihr kennt mich nicht anders. Boom. Und dann, ja, man, werden später. Meine Franzosenfreunde meinte, mein einer Franzosenfreund sagt zu mir, komm, wir pullen jetzt gleich schon Beach ab, so in einer Stunde schon sind die Beach. Danach die gehen Bar und danach die gehen so ein Club, der heißt Lumbracle. Riesenclub, Monsterclub, hab viel davon gehört, aber keine Ahnung, wie sein wird. Ich hoffe krass und hoffe geile Bonitas. Left plane, right wrist froze. Okay, Baby, gebt euch nochmal kurz View hier. Das müsst ihr euch vorstellen, ist so mein View immer, ne? Ich chill hier so und dann so, yeah, I'm smoking on Big Zah, got me moving slow. So, Leute. Übrigens, neues Lied von Kalim und Nizzy ist sehr fresh. Aber halt, Moment. Jetzt mal, du kleiner Bitch ass. Boom, Leute, gebt euch das. Ich habe hier Pfannenverlagerung gemacht. Hier sieht man schon das ganze Gemüse drin. Hier, weil die Dings wird immer heißer. Seht ihr das, wie die Gnocchi die Röstaromen gecatcht haben? Deswegen sagt man auch, dass ich die besten Gnocchi der Welt mache. Hier lassen wir das Ganze erstmal in eigenem Saft so ein bisschen einköcheln, runterköcheln. Übrigens, diese Gewürze, sehr, sehr krass. Sehr süß und lecker und würzig und genial. Ich zeige euch gleich, wenn Essen fertig ist, wird Choc, voilà, wird Choc. Glaubt mir, jetzt sieht noch so aus. Gleich wird Chocuzelius. Leute, so sieht mein Essen jetzt aus. Ich weiß, klar, auf den ersten Blick, naja, wuhu und so, bum bum bum, ihr checkt. Aber checkt mal, was es für eine Monsterportion ist, Leute. So groß ist meine Hand. Okay, tamam, okay, meine Hand ist groß, so ihr wisst, so ihr checkt. Ich habe diese Bärenpranke, aber boom, Monsterportion. Was haben wir hier? Wir haben irgendwelche Bohnen, Brokkoli, Tomaten aus Dose mit krasser Eigengeschmack, Wallabila. Und Paprika, gelbe, hier, Baby. Und da unten die besten Gnocchi der Welt. Hört ihr das? Mhm. Gnocchi kombiniert mit Tomate und die neuen Bohnen. Die Bohnen habe ich noch nicht gekauft, eigentlich kaufe ich immer andere, aber diesmal habe ich heute die. Ja, ich habe heute einen neuen Einkauf gemacht, weil mein Kühlschrank war komplett leer. Ich habe es komplett krass gewürzt mit Salz, Pfeffer, dem OP Dulce Gewürz und das war's. Schaut wie sehr, Leute, genau wie erwartet. Ey, yo, Walk One, ihr kleinen Motherfuckers, Leute, es geht jetzt gleich für mich in den Club. Ihr fordert uns ein, gleich geht's in den Club. Das ist mein Fit. Boom. Yume Yume Slides on the ass, flat pants,
Ajonios on the ass, Elviski on the ass. Ihr fragt euch, Bruder, woher kommt diese LV-Belt? Ich sag euch eine Sache, Leute. Ich habe einfach mit einem Schüler von meiner Schule Ferragamo-Belt gegen LV-Belt getauscht. Das heißt, er hat gerade mein Ferragamo, ich habe seinen LV. Aber nächste Woche, ich muss ihn wieder zurückgeben, leider seinen LV. Obwohl ich den LV sehr trim finde. Rosary on the ass, diese Leather Cap, ich feiere die sehr irgendwie. Also in letzter Zeit, ich trage die wieder gerne. Ich habe heute mal keinen frischen Trim mehr geholt. Keine Ahnung wieso, weil geht noch fit. So heute vor einer Woche war ich Haare schneiden letztes Mal. Bass down übrigens auch noch. Und ja, Mann, das ist der Fit, mit dem werde ich jetzt rausgehen. Mit dem werde ich jetzt erstmal mit den Franzakius connecten. Leute, Planänderung. Franzacken haben mich sitzen lassen. Franzacken haben heute keine Zeit. Franzacken wollen lieber morgen was machen. Aber ja, Mann, keine Ahnung, wie der Vlog jetzt weitergehen wird. Also morgen werde ich auf jeden Fall vloggen. Aber vielleicht werde ich auch einfach zwei Vlogs jetzt machen. Leute, die Reise geht los im Koaliment oder so. Ganz klassischer Supermarkt, Leute. Kurz vor Launch ist Koaliment hat zu. Koaliment hat zu. Nein. Koaliment hat zu. Fuck. Danke. Danke. Tank hat offen, aber wird teuer. Ich gehe nicht mit meiner Mitbewohnerin irgendwo hin. Ich gehe nicht mit den Franzacken irgendwo hin. Ich gehe mit so einem Russen in einen Club jetzt, Aquarella, wo ich immer war in meinen Vlogs. Aquarella ist immer Hitgarantie eigentlich. Und morgen, die Franzosen meinten, morgen gehen wir erst in Lumbracle. Das heißt, morgen wird geiler Vlog kommen. Und heute, das heißt, ich habe back-to-back krassen Vlog. Das heißt, ich bin einfach nur krass unbesiegbar mal wieder. Hola, me gusta comprar dos de los uno litros cervezas. A ningún alcohol. Nada, entiendo. Muchas gracias. Digga, ich fick mein Leben. Ich kann keinen Alkohol kaufen. Ich brauch kleine Bier. Ich brauch kleine Biri. Voila, warum funktioniert Leben gerade nicht? Heute ist welcher Tag? Freitag. Was ist los? Freitag, Valencia, Tote. Wie kann sein? Ich verstehe nicht, voila. Leute, ich weiß nicht, was los ist, aber ich fühle mich irgendwie besiegbar. Irgendwie, es geht doch nicht Club jetzt, glaube ich. Da vorne ist irgendeine Bitch. Da vorne ist irgendein Mädchen. Boah, sie ist auch nicht mal so hübsch. Boah, ey, ich fühle mich räudig irgendwie. Da vorne auf andere Straßenseite eine Chai, warte. Da vorne diese, die rechte von den zwei. Versuche jetzt nochmal eben zu klären. Dann werde ich nach Hause gehen und dann werde ich einen Song machen. Das, glaube ich, jetzt so der Plan. Könnt ihr nochmal guten Content kriegen? Vielleicht, ich habe gute Wrist jetzt. Kann sie klären, kann sie nicht klären. Boah, aber sie ist schon irgendwie eklig. Aber wie kann es sein, dass sie Totenkopf-Tattoo hat? Ja, Leute, pass auf. Discúlpame. A mí yo pienso que tú eres muy bonita y me gusta preguntar por tu Instagram. Claro. Dale. Sí. ¿Cuántos años tienes? 21, ¿tú? Ah, muy bien. Yo también tengo 21 años. Yo soy de Alemania, por eso no sé mucha gente aquí, ¿entiendes? Y necesito quedar con... amigos. Sí. Claro. Sí, por eso. Dámelo. Leute, hat funktioniert mit Chaya zu klären, Instagram, sie war ein bisschen komische Chaya, ein bisschen interessante Chaya, wie gesagt, ich kann die nicht filmen, Digga, ist zu schwierig, aber ja, Mann, keine Ahnung, was daraus wird, Digga, ist mir auch jetzt scheißegal, Digga, Hauptsache, ich hab nochmal für Vlog gute Chaya bekommen, war irgendwie komische Gespräch, Digga, bei Gott, ist mir auch jetzt scheißegal, Digga. Lass jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach nach Hause, Digga, der Tag ist ein Rap, der Tag war ein guter Tag, ich hatte einen guten Tag, ich gehe jetzt nach Hause. Ich werde noch Song aufnehmen auf Real Boston Richie Type Beat, weil ich habe letztens, ich lag im Bett, Bruder, ich hatte langweilig, ich habe Song aufgenommen auf Real Boston Richie, oder ich habe nicht aufgenommen, aber ich habe Text geschrieben auf Boston Richie Type Beat. So. Und boom. Yeah. Bizarre. Sie ist super bis toll, ich muss noch nicht kommen. Ich werde jetzt mal probieren, darauf zu recorden, Digga. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe noch nie auf Boston Richie Type Beat Dings da recorded. Six Ball for Starring, ich mach schnapp in 10 Sekunden. Deutsche Party, Party Designer, District Dipper runden. Sorry, not sorry, riesiger Kopf, ich guck nach unten. WD is your body, kein Körper, Bock, Kanonen, Kugel. Ich brauch Hit von einer Bitch im Penthouse, ne Millionenbude. Ey, oh Leute, ich hab den Beat jetzt geändert. Der Beat war irgendwie gerade nicht so geil. Ich hab jetzt auf Wiz 7 Type Beat, so einen ganz ruhigen, gechillten Wiz 7 Type Beat, weil ich bin jetzt auch gerade nicht in der Stimmung dafür, für so einen aggressiven. Scheiß Boston Richie Type Beat. Ich brauche jetzt einen ganz gechillten Wiz 7 Type Beat, wo ich einfach jetzt kurz ein bisschen drauf shit talke. Wisst ihr, das ist jetzt einfach nur shit talking. Ich bin ein bisschen müde. Energy ist ruhig, Leute. Guckt euch das Video jetzt an. Ihr hattet den ganzen Tag über Energy. Jetzt, ihr macht ruhig. Ihr macht ruhig. Und jetzt guckt euch an, wie gechillt. Ich werde ganz gechillt ein bisschen quengeln. Genauso wie Wiz 7 und Low Shimmy das auch machen würden. Passt auf. Guckt mir zu und lernt.
60 Ball für Story, ich mach schon ab in 10 Sekunden. Deutsche Porter Party, Designer District, ein paar Runden. Sorry, not sorry, sie gibt Kopf, ich guck nach unten. Double D's your body, kein Körper, Bock, Kanonenkugel. Ich brauch Red von einer Bitch, Implant aus einer Millionenbude. Junge, Junge, Slides so creamy, sehen aus wie Maronensuppe. Meine Marke Monopol, kein Teil von Monoton, man Truppe in der. Na. Mama sieht da in der Seitengasse Tasche von Loewe. Marokkaner Snatch und Kette hauen ab wie Rakete. Marken schicken Sweater, krieg geliefert die Pakete. Und Motion in Valencia ist nur Anfang der Karriere. Hey, wo ihr kleinen Bitches, wir haben einen neuen Tag. Gebt euch, hier ist einfach Eis im Schaufenster. Preis ist aber nur 75 Euro. Das heißt, wir haben es hier mit Fake-Eis zu tun, Baby. Hey Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir haben nächsten Tag. Wisst ihr noch, letztens, wo ich beim Schneider war, meinte, ey, wow, mein Camisetta und so. Nein, das heißt Camisa. Und dann die Frau sagt zu mir, ey, boom, komm Montag. Und jetzt ist gerade Montag, deswegen hole ich jetzt mein Hemd ab. Und weil ihr habt ja gesehen, ich habe Song gemacht. Und ihr werdet gleich krasse Performance sehen mit neuem Hemd und Snappy Becky Unbesiegbarkeitskombination. Das heißt, es wird unbesiegbar. Aber ich muss jetzt erstmal mein Hemd abholen. Ich hoffe, die hat das schon fertig. Die meinte eigentlich, soll erst um 19 Uhr oder so kommen. Aber es ist jetzt gerade erst 17.30 Uhr und ich denke mir nur so, 100 Euro Nike Tech, 100 Mille AP. Fick Mainstream. Está bien, no? Sí, claro. Oh, muy bien, sí. Mira, yes, ya está más cortita sí, y todo. Más cortita es más sí. Short, right? Sí, sí, cortita, sí, sí. Okay, dale. Boom, Leute, ich put den Shit jetzt on und ich bin mir sicher, der Shit wird sehr, sehr trim kommen. Uff, der Shit kommt behindert trim, baby. Muy bien, me gusta muchísimo. Vale, pues me alegro. Me alegro también. Sí, muy bien, super. Starsky, muchas gracias, nos vemos. Vale, padre. Vale. Vaya bien. Ya, yeah. Dale. Vale, adiós. Adiós. Beste, ja, Hemd ist perfekt geworden. I come to chill. Ey, ich cortado mi pelo, heißt, ich habe meine Haare geschnitten. Mein Hemd ist jetzt más corta. Mi camisa está un poquito más corta, porque la bonita me he cortado mi camiseta. No, mi camisa. Camisa ist Hemd, camiseta ist T-Shirt, glaube ich. Yeah, ich fühle mich unbesiegbar. Leute, in Berlin, man sieht G-Wagons on G-Wagons on G-Wagons. Hier, G-Wagon ist eine Rarität, ich schwöre sogar. Sieht sehr, sehr fresh G-Wagon. Uff, sehr, sehr sexy G-Wagon. Boah, da wird mein Hemd so perfekt zu passen, wartet. Stell dir vor, ich würde so aus G-Wagon pullen, mit dieser Hemd auf diese Farbe, Bruder, wäre zu trim. Ab Porter Party, Designer District, Draper Runden. Sorry, not sorry, sie gibt Head, ich guck nach unten. Double D ist ihr Body, kein Körper, Bock, Kanonenkugel. Ich brauch Head von einer Bitch im Penthouse, ne Millionenbude. Junge, Junge, Slides so creamy, sehen aus wie Maronensuppe. Meine Marke Monopol, kein Teil von monotoner Truppe. In der Holzschatulle, Rubber Bands, red nicht von Drogenschmuggel. Blaue Augen, rotes Hemd, lila Kodeingetränk. Hohlkreuz, du sprich ihr Gelenk. Mit meinem Bro hab ich Latenz auf meine Lingo, hab Patent auf meinen Namen, haben sie gepennt. Doch jetzt kleb mich auf mein Dick, du kleiner Hornsohn. Mama Sita in der Seitengasse, Tasche von Loewe. Marokkaner Clown, Kette hauen ab wie Rakete. Marken schicken Sweater, krieg geliefert die Pakete. Motion in Valencia ist nur Anfang der Karriere. Warum reden alle wegen Attitüde? MCM auf Baypack, du läufst rum mit all die Tüte. Mr. Beat the Road, nehmen für kurze Strecken Flüge. Kony ist der Goat, alles andere ist ne Lüge. Ey, 60 Boy für Story, ich mach schnapp in 10 Sekunden. Dogshit for the party, Designer District, dreh paar Runden. Sorry, not sorry, sie gibt Kopf, ich guck nach unten. Double D ist ihr Body, kein Körper, bau Kanonenkugel. Ich brauch Hand von einer Bitch im Penthouse, ne Millionenbude. Yume, Yume, Slide so creamy, sehen aus wie Maronensuppe. Meine Marke Monopol, kein Teil von monotoner Truppe. In der Holzschatulle, Rubber Bands, red nicht von Drogenschmuggel. Bass down AP, Diamond Sound, Ungeheuer. Bracelet OD, rotes Leder, Fegefeuer. Aquarelle mit ner Bitch und ja, die Ho ist mega teuer. Ich run Chicken ab so lang bis hin zum Spitzensatz der Steuer. Ain't no bab, das ist kein Cap. Tut on Maybach, ugly ad, das ist kein Game. Avantgarde, Demon. Alles was ich mache, müssen sie protokollieren. Mich provozieren, doch am Ende sind's alles meine Kinder. Voila.